Hallo, liebes Dolomitenstadtpublikum. Mit unseren Öffi-Tipps zeigen wir euch regelmäßig, wie man in und um Osttirol Ausflugsziele leicht und bequem erreichen kann. Heute machen wir einen grenzüberschreitenden Ausflug zu die drei Zinnen. Dafür fahren wir zuerst mit dem Zug nach Toblach und dann geht es weiter mit dem Shuttlebus zur Auronzo-Hütte und von dort geht man dann ungefähr 1,5 Stunden. Wir sind da jetzt am Bahnhof in Toblach und wie kommen wir denn jetzt am besten zu die drei Zinnen? Ja, da ist wichtig, dass online gebucht wird. Ja? Also um einen Sitzplatz zu erhalten, und wir nehmen nur Sitzplätze nach oben, muss das schon vorher, wenigstens 1 bis 2 Tage vorher gebucht werden. Wir sind jetzt da bei die drei Zinnen angelangt und man kann sich entscheiden zwischen einem gemütlichen Wanderweg oder ein bisschen einen knackigeren Steig. So sportlich wie wir sein, haben wir uns natürlich fürs Schwitzen entschieden und jetzt werden wir dann noch gemütlich zur drei Zinnen-Hütte ummarschieren und dann noch was Leckeres essen. Richtiger Insta-Hotspot da. Und geht's? Wir sind jetzt wieder zurück von unserem Ausflug zu den drei Zinnen und wir müssen sagen, dass es ein wirklich gelungener Ausflug war und wir hätten nicht gedacht, dass es so einfach ist, mit den Öffis zu den drei Zinnen zu gelangen. Mit dem Zug kann man von Lienz jede Stunde eben nach Toblach fahren und von Toblach fährt der Shuttlebus direkt zur Auronzo-Hütte. Wir sind dann mit dem Bus ganz entspannt an die ganzen geparkten Autos vorbeigefahren und wir waren echt erleichtert, dass wir da keinen teuren Parkplatz uns haben suchen müssen. Und dann sind wir ganz entspannt losmarschiert, also die Wanderung ist echt für jeden zu meistern und man hat die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Hütten, die auch perfekt sein, wenn man mal in einen kleinen Regenguss, so wie wir heute kommen, sein, um dann drunter zu stehen. Es ist nur echt wichtig, dass man eine warme Jacke einpackt. Man ist doch recht hoch oben und das Wetter schlägt sehr schnell um.